Willkommen zurück zu Destiny Beta im PvP-Modus. Habe ich ja gesagt, ich mache noch eine Folge. Und nun geht's weiter. Wir sind schon auf der Suche nach Spielern. Tote Sektorenkontrolle. Heißt der Spielmodus, den haben wir ja schon letztes Mal gesehen. Ich habe ja noch leider noch keine weiteren freigeschaltet. Deswegen müssen wir das nochmal machen. Ich hoffe, dass wir vielleicht ein anderes Level sehen werden. Ich weiß gar nicht, kann mich gar nicht entsinnen, was in der Info stand, was für Level es gibt in der Beta im PvP-Modus, also im Multiplayer. Ich weiß gar nicht, gab es da nur den Mond? Hatten die nur gesagt, dass da nur den Mond gibt als Map? Ich weiß es gar nicht. 11 von 12 Mietern haben wir, die mitspielen. Und ja, also mir gefällt es richtig gut. Hui! Jetzt kommen die anderen angeflogen. Oder beziehungsweise wir fliegen zu denen. Und dann geht's auch gleich schon los. Das sind aber nur 5 Raumschiffe. Sollten es nicht 12 sein? Naja. Oh, ab zu Venus. Doch ein neues Level. Sehr schön. Das ist ja super auch für die Folge. Dann seht ihr auch mal was Neues. Oh, geil. Oh mein Gott. Sieht das geil aus. Da freut man sich ja richtig schon auf den Single. Bravo, Team. Auf den Single-Multiplayer, wo man halt da so frei rumlaufen darf. Ah, das ist ja eine, das ist ja auch eine tolle Welt. Wow. Dann geht doch eine Seite, ich will nach A. Oh, was ist das denn? Da hat einer... Hat Zone C eingenommen. Da hat schon einer was hingeworfen von unseren Kollegen. Ihr habt Zone A erobert. Zone B ist sicher. So, dann schauen wir mal. Ah, da hinten kommt schon einmal. Den habe ich. Sollten aber vielleicht erstmal in Deckung gehen, um so ein bisschen unser Leben. Zone B verloren. Nein! Fehler. Fehler. Das war ein Fehler meinerseits. Zone B erobert. Oh, und ich schmeiß die Granate auch noch von meiner Birne. So. Die Jungs werden da angegriffen, dann gehen wir doch mal hier lang. Versuchen die von außen zu cachen. Was? Ach, das war hinter mir. Wieso zeigt er denn dann oben an, am oberen Bildschirmrand, die Markierung? Zone C neutralisiert. Stehe ich gar nicht. Oh. Zone C ist sicher. Zone A verloren. Der Feind hat Zone A erobert. Nicht mit mir, Kollege. So spielt man mit Studenten. So. Da nehmen wir mal eben ganz schnell B ein. Hier ist viel mit Jumpen. Fällt gerade mal auf. Au. Verloren. Da hat er sich versteckt. Da hat er geschimmelt. Der Kollege. So. Feind hat Zone C eingenommen. Jetzt erinnert es natürlich sehr, sehr stark an Halo auch. Ja, ohne mich, Kollege. Aber er hatte noch jemanden hinter sich. Egal, wir haben den Punkt eingenommen oder beziehungsweise Zone C den erledigt. Den Spieler. Zone B Mann! Verloren. Zone C ist sicher. Oh, das gibt's doch noch nicht. Das ist jetzt so peinlich, so im Let's Play so abzulosen und dann noch öffentlich preiszugeben, dass man so schlecht jetzt gerade ist. Obwohl, eigentlich spiele ich viel, viel besser. Naja. Schwere Munition kommt. So, schwere Zone Munition. A wow. Neutralisiert. Ja.
Hat ja auch nicht viel geholfen, mich zu erledigen. Munition. Ich habe schwere Munition, habe ich gar nicht. Erzähl nicht so ein Bullshit. Da hinten liegt schwere Munition. Die könnte ich auch mal gut gebrauchen. A wird eingenommen. So, den haben wir. Wir haben aber ein bisschen was mitgenommen. Also wir sind ein bisschen angeritzt. Das heißt, gehen wir mal außen rum. Zone B ist neutralisiert. Yes, den nehmen wir noch mit. Zone A ist sicher. Zone B ist sicher. Totale Kontrolle. Gute Arbeit. Totale Kontrolle. Gute Arbeit. Sehr schön. Und wir haben super bereit. Sollst nicht auf mich schießen. Ist denn sowas möglich? B wird heiß umkämpft. Wo ist hier? Wow, cool. Hallo? Zone A verloren. Ja, gehen wir mal nach A. Der Feind hat Zone A erobert. Haben wir es erledigt? Nein. Aber wir haben nicht mehr viel Leben, das ist nicht gut. Scheibenkleister. Die Granate ist mal voll daneben gegangen. Wir sollten mal so ein bisschen gleich mal... Da hinten liegt einer. Zone C verloren. Zone A neutralisiert. Feind hat Zone C eingenommen. Zone A ist sicher. In Führung. Ja, es war irgendwas am Leuchten. Wir waren mir nicht sicher, ob das von den Gegnern war oder von den... Ihr habt Zone B eingenommen. Von den, von unseren. Ach, oh nein, falle ich auch noch vor... Dazu sage ich jetzt mal gar nichts. Dazu sage ich jetzt mal so gut wie gar nichts. Lass ich einfach mal so im Raum stehen. Schön ist es hier, muss man ja mal sagen. Der Feind hat Zone A erobert. Hier ist Zone C. Ihr habt Zone C neutralisiert. Da ist auch noch jemand. Wo guckt der hin? Der guckt nach. Ihr habt Zone C eingenommen. Sehr schön. Geh ich mal direkt rüber nach A. Zone B verloren. Oh, der hat Zone B erobert. Ne, den haben wir erledigt. Achso, man kann nur so einnehmen, alles klar. Führung verloren. Zone A neutralisiert. Na, ja. Wir haben uns gegenseitig Führung erledigt. Schwere Munition kommt. Wir haben uns gegenseitig erledigt und somit... Führung abgegeben. Schwere Munition verfügbar. Der Feind hat Zone A erobert. In Führung. Da war doch einer, oder? Zone B ist sicher. Wusste ich doch. Jawohl, jetzt habe ich schwere Munition. Nein, ich muss nachladen. Nein. Scheibenkleister. So ein Dreck. So ein Dreck aber auch. Und jetzt ist natürlich die Munition weg. Aber hier lag noch was. Feind hat Zone C eingenommen. Jetzt lade ich aber nach. Und wir sind wieder super bereit. Zone A neutralisiert. Zone B verloren. Zone A ist erobert. Sie gehört euch. Feind hat Zone B erobert. So. Weiter jetzt. Du machst hier nichts mehr, Kumpel. Und Upgrade freigeschaltet fürs MG. Nein! Hätte ich mal meinen Superbereit aktiviert. Das haben wir ja auch noch. Das können wir ja auch noch machen. Aber das MG, das haut schon rein, wenn das einmal richtig eingesetzt wird.
Auf Wiedersehen. Mach's gut. Ah, das ist schon cool. Das hat schon einen gewissen Flair. Ups. Hoppala. Das macht schon eine Menge Spaß, finde ich. Mal abgesehen davon, dass ich von Battlefield, ja, nicht mehr so begeistert bin wie früher. Zone A verloren. Nix Zone A verloren, von wegen. Hier wird nichts verloren. Ja, komm hier auf dem Ring, damit wir hier ein bisschen schneller das einnehmen. Ihr habt Zone A erobert. Sehr schön. Komm auf den Ring. Hört sich ein bisschen merkwürdig an. Mist. Mich würde es mal interessieren, genau, ob ich auch so einen weißen Balken über den über der Lebensenergieanzeige habe, so wie die Gegner, weil die haben dann immer noch so einen Zusatz. Yeah, Gegner eliminiert mit der Granate, sehr schön. Oh nein, hätte ich mal den Nahkampfangriff gemacht. Nein. Der Feind hat Zone A erobert. Ich vergesse das. Alle Zonen. Ich vergesse das immer wieder, dass ich ja noch andere Sachen habe. Dein Licht ist stärker, Hüter. Zeig es ihnen. Mein Licht ist stärker, Hüter. Natürlich. Zone C verloren. Da habe ich mich jetzt erschrocken. Feind hat Zone C eingenommen. Zone A neutralisiert. Unser Team hat verloren. Warum? Weiß ich jetzt auch nicht. Ach so, weil die alle Zonen hatten. Naja. Ja, sehr schön. Sehr, sehr schön. Und natürlich ein Upgrade, oder zwei Upgrades sogar freigeschaltet. 18 Kills, 3 Assists. Das ist eine gute Quote, finde ich. Ach, da unten hat jetzt aber jemand eine Prämie bekommen. Okay, das mit den Prämien verstehe ich noch nicht so ganz. Warum er jetzt da eine Prämie bekommen hat. Vielleicht als bester Schütze, aber er war ja unten. Na? Naja. Gut. Das war der PvP-Modus. Ich vermute mal, dass es, glaube ich, nur diese beiden Level gibt, diese beiden Maps. Und wir werden jetzt nochmal zum Turm reisen. Um dort so ein bisschen... Ja... Destiny ausklingen zu lassen, unsere Eindrücke, Erlebnisse und Spielerfahrungen. Da können wir uns dann nochmal aufrüsten, nochmal ein bisschen die ganzen Upgrades dann ganzen Upgrades oder unsere Waffen verbessern, unsere Rüstung, die wir jetzt ja auch bekommen haben, PvP-Modus, die können wir dann auch im Single, quasi im Single, ist ja Single-Multi, nenne ich es einfach mal. Ui, auch eine schöne Animation, die wir da erworben haben. Und da sind wir auch schon. Und dann schauen wir auch direkt mal rein. So, hier ist ein Upgrade. Genau, erhöht das Nachladetempo von Scout-Gewehren. Das machen wir noch. Und hier unten haben wir auch ein Upgrade bei unserem MG. Ach genau, das war das ja. Die Waffe wird präziser, je länger sie abgefeuert wird. Genau. So. Ja, und somit können wir dann jetzt hier weiter in der Beta verharren noch. Bis zum... ich weiß gar nicht, wie lange geht die Beta? Ich glaube 2 Wochen circa. Ja, er hat sich da eingesetzt. Ist auch entspannt. Fall bloß nicht darunter. Ja, ansonsten... Was bleibt eigentlich abschließend zu sagen? Ja, Destiny Beta. Tolle Spielerfahrung. Ein tolles Spiel. Ich freue mich auf die Vollversion. Man... wird sehen, wo die Reise hingeht im vollwertigen Spiel. Und tolle Ideen sind drin. Ja, muss man ja mal sagen. Viel
viel zu entdecken gibt's. Auch dieses Erkunden, ja, in dieser offenen Welt ist auch toll. Ich bin echt gespannt, wie die anderen Planeten werden. Was man da alles entdecken kann, wie viel man machen kann und wie schwierig es auch nachher wird dann mit dem Leveln, dass man halt besser wird, um die Gegner zu erledigen. Ja, das wird eine ganz tolle Spielerfahrung. Wie gesagt, ich werde es nicht let's playen, ich werde es vielleicht mal irgendwann mal wieder im Stream dann zeigen, das vollwertige Spiel. Und das nächste, was hier kommen wird auf dem Channel, wisst ihr ja, ist ja schon angekündigt, ist The Last of Us. Und ich würde mich freuen, wenn ihr dann bei The Last of Us dann reinschaltet, wenn ihr dann einschaltet bei The Last of Us. Und ja, mir bleibt nichts weiter zu sagen, als wie, ja, falls ihr selber Destiny spielt, viel Spaß damit. Und ja, mit den schönen Worten, man sieht sich immer zweimal im Leben, verabschiede ich mich für euch aus der Beta. Macht's gut, euer Reflex. Ciao.